So, hier sind wir in unserem LKW. Hier neben sieht man noch all die LKWs. Anhänger meine ich. Das ist unser LKW hier, unser Volvo Globetrotter XL. Also der ist vom Globetrotter, ist glaube ich hier. Steht hier vorne FH16. Ja. Hat ein Berliner Kennzeichen. Okay. Dann begeben wir uns ins Cockpit. Motor an. Gang rein. Wir können jetzt den Dingens hier wegmachen, weil wir da oben ein Navi haben. Jetzt müssen wir hier vom Hof fahren. Hier sind wir auch eben lang gefahren, wo wir unseren LKW mit dem Zement abgeliefert haben. Und jetzt fahren wir hier rechts. Jetzt hier wieder rechts. Jetzt haben wir eine Strafe bekommen. Eigentlich sind wir noch nicht drüber, aber naja. So, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Mannheim. Wir sind auch schon am Ende dieser Folge. Wenn euch es gefallen hat, könnt ihr mir ein Like da lassen oder einen Kommentar schreiben. Ich würde mich freuen. Und hier geht's dann weiter. In 2 Tagen mit dem nächsten Teil. Bis dann. So, willkommen hier zurück. Im letzten Teil habe ich ja gesagt, wir sind auf dem Weg nach Mannheim. Sind wir natürlich immer noch. Ja. Und hier düsen wir weiter. Ich muss mal gerade hier was. So, genau. Ja, wir fahren hier gerade lustig vor uns hin mit unserem Volvo. Und liefern Fertighauswände für DHL nach, wie eben schon gesagt, Mannheim. Weiß jetzt gar nicht, wie schnell wir hier überhaupt fahren dürfen. Ich ras hier rum. Stand gerade irgendwas. Naja, solange hier kein Blitzer ist. Hier dürfen wir jetzt 50 fahren. Wie viel fahren wir? Mal hier gucken. Wir haben Post. Fahren jetzt ungefähr 50. Habe jetzt ein Tempomat eingeschaltet bei genau 50. Jetzt geht es hier auch, glaube ich, gleich irgendwann. Wir gucken mal gerade auf die Weltkarte. Und dann können wir mal gerade. Ne, das war falsch, das war Radio. Dann können wir mal gucken. Hier sind wir, da wo der blaue Pfeil ist, und tja, wir haben gelitten. Wir fahren jetzt nämlich die ganze Zeit über Landstraße. Naja, wird schon gehen. Wir haben schon wieder Post bekommen. So, jetzt biegen wir hier ab. Ja, super. Tja, kann passieren. Oh, fährt der? Hier. Junge, gib Gas. Och, nö.
Aha, jetzt fährt er. Wir müssen abbiegen Richtung Mannheim. Haben wir schon wieder Post. Was schreibt uns denn hier? Das Licht an. Aber nur die Dachbeleuchtung, weil außen ist noch nicht so dunkel. So, Umbro ganz Tempolimit. Dann geht's jetzt ab. Könnt ihr mal, wenn ihr das Spiel auch habt, in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ich finde es sehr gut, weil es einfach von der Grafik, vom Sound, von allem einfach sehr gut gestaltet ist. Im Gegensatz ist zum Beispiel, ich sage jetzt mal, CBS 2, City Bus Simulator 2 oder auch den Bus Simulator. Ich muss an der Stelle mal, wenn einer von TML das oder der mit TML was zu tun hat, das sehen sollte, soll ich mal sagen, das soll jetzt nichts gegen TML selber sein, nur. Naja, ich weiß es ja nicht. Es gibt ja eine bekannte Firma, oder weniger bekannt, M&S Software, die den Omnibus Simulator gemacht haben. Und die sind wesentlich erfolgreicher und auch besser als TML Software. Und TML ist ein ganzes Entwicklerteam und M&S Software besteht nur aus zwei Leuten. Wenn man sich das mal so vorstellt, da kann man natürlich denken, was soll das? Also warum kriegt eine Entwicklerfirma sowas nicht hin, auf dem gleichen Niveau Spiele zu machen wie eine Entwicklerfirma mit zwei Leuten? Also von daher. Ja. Und SCS Software ist eine Entwicklerfirma mit mehreren Leuten. Aber ja, bei denen merkt man das einfach auch. Die machen gute Games, 18 Rules of Steel Reihe, Bus Driver, Bus Driver Gold, Euro Truck. Euro Truck 2 jetzt, German Truck, UK Truck, alles sowas ist. Ja, das ist einfach sehr gut. Nächstes Jahr 2013 kommen auch einige Spiele, habe ich schon gelesen, auch mit Reisebussen. Interessiert mich natürlich sehr. Wird, wenn es dann rauskommt, irgendwann auch ein Let's Play natürlich von geben. Oder höchstwahrscheinlich. Und ansonsten muss man natürlich gucken. Ich habe jetzt auch gedacht, ob ich jetzt mal vom CBS 2 ein Video machen sollte. Nur momentan denke ich so, was soll ich von so einem Spiel in Let's Play machen, wenn es eh keinen Spaß macht? Müssen wir mal nochmal überlegen. Aber ja. Ist halt so eine Sache. So, jetzt warte mal, wo sind wir jetzt? Wir sind, oh, schon gar nicht mehr so weit. Gucken, was das Navi hier sagt. Wir haben schon wieder Post. Leute. 147 Kilometer, 2 Stunden, 22 Minuten. Ja, das ist wenig. In dem Spiel selber ist es sehr wenig. Schade, dass man jetzt über Landstraße, weil mit Autobahn ging es noch schneller. Aber wir haben mal Zeit. Das zum Beispiel jetzt hier, das ist ein Volvo. Habe ich ja eben auch schon mal gesagt. Aber die heißen in dem Spiel selber, wenn man es jetzt kaufen würde, heißen die Valiant. Weil, das kommt daher, weil SCS Software nicht von allen LKW-Firmen eine Lizenz bekommen hat, dass die den Namen dürfen. Und dadurch mussten die halt Namen erfinden. Und deswegen hieß der Valiant und ich habe halt den Mode mit echten ja, LKW-Namen. Ach du Scheiße. Mit echten LKW-Firmen. Das war jetzt scheiße. Mit echten LKW-Firmen. Und deswegen heißt er jetzt Volvo.
mein LKW fast am Arsch. Das war jetzt wirklich blöd, weil das war frontal Zusammenstoß. Aber es passiert. Also es passiert, es dürfte aber nicht passieren. Oder es sollte nicht passieren. So, wo sind wir denn jetzt hier? Kommt gleich eine Tankstelle, fahren wir mal tanken. Aber wir müssen jetzt hier vorne reinfahren. Tanken wir den Dieselpreis 1,53. Das finde ich, muss ich sagen, ist auch sehr realistisch, weil so ist er momentan ja. Wir waren vorhin, waren wir unterwegs und da habe ich auch Dieselpreis 1,53. Also ist schon sehr realistisch. So, Motor an, Gang rein, Motorfehlfunktion. Ja, das hat er jetzt, weil der kaputt ist. Deswegen werden wir jetzt auch nicht so viel Geld bekommen. Die Kraftstoffkosten werden durch den Arbeitgeber gedeckt. Ja, das war mir klar. So, jetzt müssen wir hier wieder rum. Hier hinten ist irgendwie Stau oder sowas. Ja, Leute, fahrt, weil hier ist schon eine Schlange jetzt. Ich kann mit meinem Anhänger ja hier nicht weiter. Jetzt geht's. Da ist irgendwie, keine Ahnung, was da ist. Unfall verursacht. Ja, das ist der selber schuld, wenn der hier selber rausfährt. Mein Gott. Da kann ich jetzt auch nichts für. Wenn der nicht anhält, ist sicher, dass ich rausfahre, von daher. Ach du lieber Jott. Ich nehme hier alles auseinander. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wo sind wir denn jetzt hier? So, gerade mal grad gucken. Ja, ist dann mehr weit. Jetzt haben wir schon wieder Post. Ja, gleich mal gucken, wer uns hier immer schreibt. Ach, hier ist ein Bahnübergang, ja. Das ist natürlich kein Wunder, dass ich hier... So, Motor aus. Da tuckert der Zug vorbei. Ich glaube nicht. Oh, wie lahm der ist. Ich kann sogar einen Trecker nebenher fahren. Naja, okay. Weiter geht's. Nebenan ist ein Fluss. Das soll bestimmt den Rhein darstellen. Könnte ich mir vorstellen. Ein bisschen klein für den Rhein, aber keine Ahnung.